Dann kommen wir einfach ins Dorf Suki. Kann ich die Sonnenblumen ernten? Warum erklärt er mir hier nochmal alles Mögliche? Wahnsinn. Ich werde eh keine Markierungen setzen. Ja. Müssen wir doch mal reden. Ich möchte wissen, welcher gerissene Mistkerl das war. Dem werde ich zeigen. Aber wir kriegen auch keinen Prompt oder so, ne? Das ist alles hier wirklich nur Zeug zum Einsammeln. Können wir vielleicht uns den Weg hier. Wie sehen wir Hinweise? Einfach mal hier in Häuser reingehen, ist völlig okay, ja. Eine Puppe, das arme Kind, ne? Ich bin gar nicht hier. Was willst du? Abendessen? Die wilde Jagd ist stets ein Vorbote des Krieges. Also so Hinweise sind ja irgendwie immer rot eingefärbt. Hallo? Ja, machst du dir jetzt ins Hemd, ja? Ha? Machst du den Cent? Du auch? Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Ich mache aber auch gerade den Cent gemacht. Oh, sheesh. Mine. Ich nehme Mine. Hi, Mine. Oh, danke für das Abo. Willkommen auf dem Kanal. Viel Spaß wünsche ich dir. Holy fuck, hat's mich gerade gerissen. Alles, da verarschst du erst hier die Bewohner von wegen, oh, habt ihr Angst, ne? Also spuckt ja nicht mehr rum und dann. Moment, sind die einfach ins Bett gegangen? Und du schaust Fernsehen, ja? Nee. Doch. Hinterm Haus müsste was sein. Dann gehen wir doch nochmal zurück. Okay. Immer dem Hammergeräusch folgen. Ich sehe auf dem dunklen Monitor auch so ein bisschen. Was ist dunkler Monitor? Ich sehe ein bisschen schlecht, was auf dem Monitor hier im Dunkeln alles los ist. Weil mich die Scheinwerfer so anstrahlen. Ah, hier. Okay. Zunder. Der Brandstifter muss hier eine Fackel angezündet und sie aufs Dach geworfen haben. Und dann ist er durch den Garten verschwunden. Hm? Dann klingeln wir ihn doch gleich mal aus dem Bett nachher. Ja? Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Hast du? Hast du was?
Die Spur. Ah, okay. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Aber nicht mit uns. Wir riechen das, oder? Ist bestimmt auf der anderen Seite wieder aufgetaucht. Okay, pass mal auf. Der ist... von hier. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Aha. Hat seine Stiefel im Schilf verloren. Oh, Scheiße! Au, 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 au. Wir regenerieren hier. Alter! Hast du eigentlich geblockt? Ja, nee, ist klar. ich hoffe, wir haben ein Autosave am Start. Ups! War LT nicht blocken? Doch, ne? Ja, wahrscheinlich genau nicht richtig. Was verliert man da alles, wenn man das so macht, wie ich gerade? Also schlecht. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. So, aber er ist entkommen. Ist das der... Nein, das ist... nicht hat der... Hat seine Stiefel im Schilf verloren. Ah ja, doch. Alter! Oh, wie cool! Du kannst dich einfach hinrichten am Boden. Alter, du kannst die nicht richtig blocken. Steck das Schwert weg, Badgern. Ja, hast du nicht gesehen? Das ist nicht dein Tag. Echt jetzt? Seid ihr des Wahnsinns? Erstmal hier Brot im Wasser essen. Ey, da wirst du doch bekloppt. Da verteidigst du das fucking Dorf vor Ertrunkenen. Und wirst angefeindet. Alter. Echt schwache, okay. Ja, nee, ist klar, oder? Hättest deine Waffe stecken lassen sollen. Du hast Geld verloren, ach so. Ich habe die Waffe extra weggesteckt, aber er hat sie dann einfach wieder gezogen. Das ist zu viel. So. Ihr könnt jetzt selber gegen die kämpfen. Keine Lust mehr. Oh, okay. Nehmen wir an, Feuer wird nicht viel gegen diese Wasserviecher helfen. Okay. Ich hab's weggesteckt, Kollegen, ne? Also, wir hier hat wird seine wieder... Stiefel im Schilf verloren. Wir wieder Scheiße gelabert, von wegen... Da ist was aus dem Schilf gekommen. Also von den Wachen, ne? Aber er ist entkommen. Gosh.
So. Die Spur führt wieder ins Dorf. Kleiner Ausritt, ne? Kleiner Ausritt in die Welt des Kampfs. Musst du aufs Klo oder was ist los? ...200 Schritte durchs Dorf, okay. Also einmal ringsum gelaufen. Wäre das am Tag auch passiert? Also, dass die Viecher da aus dem Wasser kommen, oder sind die eher nachtaktiv? Gibt es hier solche Zyklen? Frage nach Motto, am Tag ist es, am Tag ist es ungefährlicher? Warum bin ich jetzt eigentlich wieder auf den Nilfgaardischen Spuren? Hä? What the hell? Ja, du folgst nicht mehr der Spur. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Also, Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Hoppalei. Ich gehe mal nochmal Richtung Wasser. Wer ist er denn? Ach so. Ein Milf-Soldat. Ich habe natürlich wieder keine Ahnung, wo ich hergekommen bin. Doch von hier, ne? Ups! Ich habe nichts gemacht. Shit. Pass bloß auf. Pass bloß auf. Ups. Den wollte ich nicht. Hupalei. Entschuldigung. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Und ja, es gibt auch nachtaktive Gegner. Okay. Gut zu wissen. Zum Beispiel Hühner. Hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. Oh! Ja, was ein geiler Zufall, ne? Was ein geiler Zufall, dass wir hier wieder drin sind. Du schaust immer noch Fernsehen, ja? Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. So, alle aufwachen bitte. Ja? Na? Kann ich nicht mit euch reden? Vielleicht meditieren wir hier ein bisschen, ne? Es gibt dann noch einen Raum. Es ist alles so dunkel. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Ah. Von ertrunkenen Clown. Das muss er sein. Hallo, Napp. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles, oh ja. Sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Hab voll besoffene Dude. Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Für was aber wohl, was ne? noch da ist, gehört dir. Gut, aber keine Brandstifterei mehr? Super. Nee. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Ja, mach das. Versuch's doch. Versuch es doch, Bauer. Ich bleib gerne in Übung. Na, wie lange soll ich noch warten? Wow.
Dafür, dass du besoffen bist, ne? Au! Au! Aufhör! Ich gebe auf! Verdammt! Du hast mir die Nase gebrochen! Ach Gottchen. Aber nicht die Beine. Also auf zum Schmied. Und lass dir raten, mach keinen Unfug. Sehr cool. Aber nicht die Beine. Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Nap? Du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort. Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau, wenn der Nachschub kommt. Ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig gefunden. Für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Auch krass. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Oh, das ist krass. Jetzt wird dich das Dorf erst recht lieben. Jetzt wird das Dorf dich erst recht lieben. Jetzt kann das Dorf mich mal kreuzweise. Weißt du, ich hab die Schwarzen zuerst gehasst wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen. Und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. Geht klar, Willis. Okay, so kürzen wir den Weg ab. Wenn du den bezauberst, musst du ihn selbst hinbringen. Ah, ich treffe ja genau die richtigen Entscheidungen, ne? Dieses... Ah! War das jetzt Quest abgeschlossen oder war das... Ne, auf jeden Fall nicht eine neue Stufe. Wäre auch ein bisschen krass gewesen, ne? Hi? Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Zeig mir mal erstmal, was Zeig du so mir, hast. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Quest fertig, okay. Können wir die Sachen verkaufen? Wahrscheinlich. Warte mal, unten verkaufen. Zack. Die Handschuhe verkaufen. Zack. Sind wir richtig reich, ja? Ich wollte gerade sagen, warum haben wir so weniger Geld als vorhin? Wir sind gestorben. Ergibt Sinn. Das ist weniger, deutlich weniger Rüstung. Das ist mehr Rüstung, kostet aber mehr als ich habe. Du kannst Pferden Sattel draufklatschen. Pferden dieser Handschuhe für 20 Rüstungen. Das sind die ganzen Schematas, ne? Oh, ich muss niesen. Ach ja. Schatzjäger Gambeson. Ich benötige Stufe 8. Ja, das wird ein bisschen schwierig. Ah ja, hier kannst du Handwerkern Interessant, dass mir das Herstellen von Komponenten die Info mich ganz nach unten gezogen hat. Links. Okay, wir können Rezepte und Schemas anheften. Das heißt dann wohl, die Zutaten sind irgendwo markiert. Das ist ja interessant. Wenn ich nach oben gedrückt halte, geht er nicht komplett nach oben. Wenn ich da unten gedrückt halte, geht er nur eins nach unten. Okay. Ach halt, das ist... Ah ja, hier hast du dann so Kriegerjacken-Gedöns. Das kostet 285, sich das herstellen zu lassen. Ah, da hast du aber auch interessante Resistenzen drauf. Und da fehlt... Lederstück. Oh, das kannst du direkt hier kaufen. Ja, das ist ja auch interessant, ne? Okay, es ist auf jeden Fall sehr cool. Die Haltbarkeit sorgt ja auch für niedrigeren Schaden. Lass mich mal... Warte mal, 81 bis 99. Der Schaden ist gleich geblieben, oder? Leb wohl.
Okay, schadenmäßig tut sich da nichts. Gut. Gesundheit, danke. Danke, danke. So, dann haben wir die Quest hinter uns. Dann können wir Ach ja, stimmt. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwo questmäßig was, um Alchemie zu lernen, um den Schwalbentrank herzustellen. Das wäre natürlich interessant. Wenn ich jetzt auf die Weltkarte gehe. Ach, es gibt Kartenfilter. Okay, Standard. Alles. Oh. Können wir da... Ah ja, wir können hier was gucken. Nicht erkundeter Ort, bewachte Schätze. Aber man kann hier nicht draufdrücken und dann springt das einfach dahin, oder? Nee, das ist hier Wegpunkte, wo ich gerade bin. Das ist das Wegpunktefenster. Nee. Ich will eigentlich hier den bewachten Schatz... Ah ja, okay, mit links und rechts kannst du da hier hin switchen. Ah ja. Kräuterkundler... Können wir da einen Wegpunkt... Ja, können wir. Lass mich mal kurz gucken. Der Wegpunkt ist nur auf der Map und kannst du nicht mit R aktivieren. Aber du hast auch hier einen Schritt-Counter sozusagen, einen Entfernungs-Counter. Okay, okay. Alchemie solltest du als Hexer eigentlich schon können. Ansonsten gibt es eine Quest. Ach ja, stimmt, hier. Tränke. Schwalbe. Ah ja, da fehlt uns ertrunkenen Hirn. Ah. Das heißt, wir sollten wohl noch gegen Ertrunkene kämpfen. Das heißt jetzt aber auch, gib mir mal hier im Bestiarium Ertrunkene, die sind gegen Igni anfällig. Wow, ich dachte, die wären da gegen Igni. Was dachte ich schon? Jemand spricht oder ich dachte, die wären gegen Igni jetzt nicht so anfällig, ne? Weil Wasser und Feuer. Ja gut, dann müssen wir auch gar nicht zur Kräuterkundlerin. Dann folgen wir den Fußspuren. Gehen wir erstmal zum Greifen. Mal gucken, ob wir irgendwann so einen Hirn finden. Also das Spiel ist schon groß, möchte ich mal meinen. Guten Tag da drüben. Vier Wolfies. Kann ich das bitte untersuchen? Sag mal, Plötze, bist du im Weg oder was? Lauf, Plötze. Ja, lauf woanders hin, aber bitte nicht hier auf dem Weg. Nee, kann ich nicht erkunden. Ich kann wahrscheinlich dann hier unten, ja gut, Sachen nehmen. Leinen. Reparaturset. Ach, wahrscheinlich musst du dann hier sagen. Was haben wir da momentan drin? Igni. Passt. Was ist... Warte, Moment. Lass mich mal im Inventar gucken. Okay. Silber ist das mit dem... etwas komischeren Handschutz. Wird da automatisch Silber gezogen? Oder wie schaut das aus? Wo ist es? Ach, hier sind... Ja. Oh. Instant down. Und dahinter auch gleich noch jemand gestorben. Gut. Soll mir recht sein. Also. Lesen wir doch hier gleich mal diese Spur. Oder sollen wir den... Ach, Folgen reicht. Okay. Wenn du über breite Lücken springst, halte dabei W gedrückt, um einen Vorsprung auf der anderen Seite festzuhalten. Mit Schwert in der Hand passt. Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Oh. Kann ich da Honig rausziehen oder so? Ja, wie geil! Das ist cool. Die Leiche ist ein paar Wochen alt.
Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Der Arme. Haben sie seine Frau umgebracht oder wie? Was ist das hier? Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Das finde ich sehr cool. Ritterschaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Tiefe Schnitte am ganzen Körper, kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. WB, Deathwish King. Wie hoch ist der Death Counter? 3. Ist doch noch okay. Ja, einmal durch die Wachen getötet worden, als wir sie eigentlich gegen Ertrunkene verteidigt haben. Nice. Okay. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Stromern. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. 500 Erfahrungspunkte, krass. Kampfvorbereitung. Unterschätze niemals deinen Gegner. Diese Regel ist aus gutem Grund das Kernstück des Hexerkodex. Angemessene Vorbereitung hat schon manchem Hexer das Leben gerettet. Du solltest dir Tränke und Öle brauen oder Handwerker aufsuchen, ehe du dich in den Kampf stürzt. Ja gut, Schwerter und Rüstungen kennen wir. Vor starken Gegnern solltest du einige Nebenquests abschließen, damit du Erfahrung gewinnst, deinen Charakter weiterentwickeln kannst und deine Chancen steigerst, im Kampf zu gewinnen. Jo. Gibt's hier noch irgendwas für mich zum Looten? Ja, sogar mit Waffe. Oh, hier hast du noch mehr in dem Nest zum Looten. Okay. Hallo? Stand da auch hier irgendwas von lootbar? Nein? Okay. Wie schaut das mit dem Schwert aus? Das hat auch nochmal mehr Schaden. Hey. Wir wechseln durch unsere Schwerter wie andere durch ihre Unterhosen, wie es aussieht. Okay, mit Wesemir sprechen. Nicht erkundeter Ort. Das interessiert mich jetzt. Ja. Ich will wissen, was es hier so gibt. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Dann ziehen wir da Kraft raus. Quellenzeichenintensität. Na gut. Hier ist mal die falsche Chose, ne? Hier links war doch auch noch irgendwas. Ich mag auch die Geräuschkulisse in dem Spiel. Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Einsatz, Leute! Einsatz! Warum? Ich wollte sagen. Oh. Wie lange soll ich noch warten? Au! Oh, das war ein heftiger Angriff, okay? Du Dreckshexer! Ich dachte, ich bin weit genug weg, ne? Wir ziehen dir die Haut ab! Das ist scheiße, zu früh. Ah! Doch, die Axt im... Ja. Hat er sich verdient, ne? Hat er sich verdient, nachdem er uns hier die Bolzen reingejagt hat. Oh, ein Knödel! Beste Belohnung überhaupt.